Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Lena aus dem Haus der Jugend und heute bin ich hier bei der Ferienbetreuung im Georg-Gassmann-Stadion. Da sind die ganzen Spielmobile aufgebaut und hier haben wir einen super Geschicklichkeitsparcours. Das Thema von unserem Newsletter diese Woche ist Superheldinnen und heute ist die Hausherausforderung: Trainiert eure Superheldinnen-Fähigkeiten. Und ich habe mir da drei rausgesucht, die es so als Superheldin kriegen braucht. Und das ist einmal Geschicklichkeit und nachher kommt noch Genauigkeit und Kraft. Und jetzt legen wir los. Ich trainiere meine Geschicklichkeit. Dann kommt mal mit. Ich habe hier was aufgebaut, mit ganz viel Balancieren. Auch ein paar wackelige Dinge, wie ihr seht. Ja, noch geht das, aber es wird schwieriger. Das ist zum Beispiel schon weg, wackelig. Wow! So! Ich bin wieder hier im Haus der Jugend, im Innenhof. Und nachdem ich jetzt eben meine Geschicklichkeit trainiert habe, kommen jetzt noch Genauigkeit und Kraft. Und dafür esse ich jetzt noch mal einen kleinen Energieball. Die Rezepte dafür gibt es auch im Newsletter und dann kann es auch schon losgehen. Ich versuche jetzt mit Tischtennisbällen bzw. auch so kleinen Kronkorken möglichst genau in diese Verhältnisse zu treffen. Genau, dann geht's jetzt los. Ja, immerhin, ein paar Treffer gab's, ne? Gehen wir zur Stärke über. Ich habe nämlich gerade richtig viel Energie gesammelt durch den Energieball. Und jetzt haben wir hier einen Hammer und eine Startlinie. Und jetzt versuche ich natürlich möglichst auf die Zehen zu werfen. Mit dem Hammer. Ihr müsst natürlich keinen Hammer zu Hause nehmen, sondern sucht euch irgendwas, was nicht kaputt gehen kann und was vielleicht trotzdem ein bisschen schwer ist, aber auch nicht zu schwer. Ne? Okay, jetzt geht los. Ja. Das war eine 8, oder? Ich kann auf jeden Fall pinke Farbe angenommen. Eine glatte 8. Reißen. Und da denkt man erstmal, ist ja ganz einfach, aber ich glaube, wir werden bald merken, je öfter man das Papier übereinander legt, das heißt, je dicker das wird, desto schwieriger wird das auch. Wir testen das einfach mal. Hier dieses Papier ist schon mal doppelt gelegt und ich würde sagen, ein Energieball und dann geht's los. Okay. Nummer 4. Und 8. Der Plan hat Schwächen. Und 16. Und 32. Es wird schwerer. Aber es wird leider auch kleiner. Wir probieren es nochmal mit 64. Oh ja. Oh ja. 128.
Das wird richtig schwer, glaube ich. Da weiß ich auch gar nicht, ob ich es noch hin. Okay. Ich würde sagen, ich bräuchte jetzt noch 3 Energiebälle. Aber das reicht einfach nicht mehr, um es nochmal zu zerreißen. Aber ihr könnt ja mal versuchen, mich zu schlagen. 128 Seiten sind zu schlagen. Wenn ihr Lust habt, dann trainiert doch auch mal irgendwelche SuperheldInnen-Fähigkeiten und schickt uns gerne ein Video davon. Vergesst aber die Einverständniserklärung eurer Erziehungsberechtigten nicht.